Leute, und willkommen zu meinem ersten richtigen Vlog, nachdem ich meinen ersten Vlog eigentlich schon im Dezember gedreht habe zur Adventszeit, aber der nicht wirklich was inhaltlich wiedergegeben hat. Heute sind wir hier in der Nähe meines Heimatortes von Bremen. Und zwar in Ganderkesee, weil heute ist in Ganderkesee Fasching. Und ich bin hier gemeinsam mit meiner Cousine und Flutscher. Hi. Ja, aus Sicherheitsgründen werde ich ihn nicht zeigen, weil er ist ein VIP. So, wir machen uns jetzt gleich auf den Weg. Um 14 Uhr beginnt das. Jetzt ist es 13.15 Uhr. Leider ist das Wetter nicht so allzu berauschend, aber ich hoffe, das geht noch. Und das ändert sich jetzt bald. So, wir machen uns jetzt weiter auf den Weg. Leider hat der Regen immer noch nicht aufgehört. Aber das soll uns nicht daran hindern, an diesem Event teilzunehmen. Na, Annika? Sie schweigt lieber. Ist auch vielleicht besser. Oh, meine Herren, das wird was. Aber eigentlich sollte der Regen aufhören in wenigen Minuten. Wir sind mal gespannt, ob es wirklich so weit kommt. Und wir melden uns gleich von vor Ort wieder. Ja, hinten hat einer einen orangenen Schirm hochgehalten. Ja, okay, ja, ja, sehr gut. Ein pinker Schirm, ein blauer Schirm, ein gelber Schirm. Ah, man hört uns da. Hallo, jetzt mal in Richtung Hallenbad. Wo kann man uns noch hören? Schirme hoch. Ah, okay, sehr schön. So, jetzt machen wir mal, wir fangen mal an mit der Schirm-Laola-Welle vom Hallenbad bis zur Grünbühner Straße. Genau, soweit man uns hört. Okay. Eine schöne Welle. Oh! Was da echt ist. Aber da sind auch nicht so viele Schirme. Die sind etwas härter im Nehmen, die Leute. Leute, das war's jetzt. Es ist ein kaltes und nasses Wetter gewesen. Dieses Jahr nicht so schön wie die ganzen letzten Jahre. Aber trotzdem, wir waren live vor Ort. Mal gucken. Ich werde mich jetzt nach Hause begeben. Und dann erstmal das Video schneiden. Oh Gott, Verlage. Und wir sehen uns dann. Mal gucken, wann ich meinen nächsten Vlog mache. Oder Vlog. Der letzte war ja auch ein bisschen her, aber mal gucken. Ich wünsche euch jetzt noch viel Spaß und ich hoffe, es hat euch einigermaßen gefallen. Dann lasst gerne einen Daumen da, einen Daumen nach oben, natürlich nicht nach unten. Und wir sehen uns beim nächsten Mal.